Kinders, für den Anfang nicht schlecht, ne? Jetzt ist weg, das hat aber wo war die Wand? Neben mir die beiden Cheftrainer, Andreas Bollombeck und Ali Beckstedte. Andreas hat das erste Wort. Ja, erstmal Glückwunsch an SC Wiedenbrück. Derby ist natürlich
immer gerne. Ja, und wir haben es einfach verpasst, besonders erste Halbzeit vernünftig ins Spiel zu kommen. War eigentlich so typisch Derby-Charakter, wenig Torchancen, keiner wollte so richtig aufmachen, weil natürlich kein jetzt offene Messer laufen will, obwohl die Spielanteile dann doch auf Wiedenbrücker Seite waren. Wir kamen überhaupt ins Spiel, vielleicht kann es sein, dass wir eben zwei Tage weniger Pause hatten, aber das ist dann auch keine Ausrede, weil wir dann auch gedrosselt haben im Training. Das hat dann auch mit der Einstellung zu tun und mit der Bereitschaft eben noch über den Spannungen zu kommen, das haben wir nicht gemacht. Und dann in der zweiten Halbzeit hat Wiedenbrück die erste ganz, ganz große Chance durch Pudel, wo er da uns überläuft und Lange kann ihn gerade noch retten, also der hätte es auch 1-0 stehen können, dann war ein bisschen Glück gehabt. Und danach sind wir so ein bisschen wach geworden und haben dann zwei ganz richtig gute Möglichkeiten. Einmal mit Matze, wo er den Volley nimmt und geblockt wird. Und das zweite Mal Kaminski, wo er die Latte trifft. Da hätten wir dann in Führung gehen können. Dann wahrscheinlich hätten wir das Spiel dann gewonnen. Aber wir kriegen ein Tor durch eine Standardsituation. Und das wundert mich natürlich unheimlich, weil wir jetzt 11 Gegentore haben und, glaube ich, 6, 7 oder 8 Standards bekommen haben. Und das müssen wir einfach ändern, das geht nicht. Ja, natürlich hat Wiedenbrück einen, der die Dinger natürlich richtig gut reinbringt, aber wir müssen da besser verteidigen. Und gerade zu Ende des Spiels darf so ein Ding nicht passieren. Trotzdem, Wiedenbrück hat er immer wieder versucht, eben das Spiel zu machen und hat dann auch dann vielleicht auch mit ein bisschen Glück die Standardsituation aber verdient gewonnen. Ja, wir haben das große Ding verpasst, weil mit 25 Punkten in den 8 zu spielen wäre natürlich ein richtiges Highlight gewesen. Müssen wir aber jetzt weitermachen. Jetzt müssen wir uns voll konzentrieren auf Aachen und da versuchen, die Punkte zu holen. Adi und seiner Mannschaft wünsche ich natürlich weiter alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Dankeschön. Adi, bitte. Ja, ich denke mal, Rollo Czarny hat gesagt zum Spiel, so wie es war. Beide Mannschaften wollten von Anfang an keinen gravierenden Fehler machen. Erstmal defensiv gut stehen. Wir haben dann, wie gesagt, auch die erste große Möglichkeit da gehabt mit Pool in diesem Bereich. Der hat dann die Sachen morgen nutzen können, die sie hatten. Das deutete da viel auf ein 0-0-Endergebnis hin. Und dann haben wir auch in der entscheidenden Szene nochmal das nötige Quäntchen Glück auch gehabt, was man haben muss, um so ein Spiel zu entscheiden. 1-0-Siege. Die schnellste Siege, die du im Fußball einfahren kannst, bedeutet einfach Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde, bis zum Abpfiff. Wir haben jetzt, ich denke mal, die Mannschaft hat in diesem Spiel doch mehr versucht als fair, das Spiel zu gewinnen. Sehe ich mal so von der spielerischen Seite her auch und deswegen sehe ich das als verdienten Sieg auch für uns an, das Ergebnis. Es wird uns sehr weiterhelfen natürlich. Wir haben jetzt in diesem schweren Spiel, die wir hatten, mit Viktoria Köln in der Zahnspiel, Rödinghausen, Fähre, dann die 6 Punkte gemacht und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, mit dem augenblicklichen Punktestand, den wir haben und ja, ich habe den Jungs erstmal 2 Tage freigegeben und sollen diesen Derby-Sieg auch genießen richtig. So ein besonderes Spiel, wo wir werden, wenn du die entscheiden, für dich entscheiden kannst und ich wünsche natürlich Fähre in den nächsten Wochen, in den nächsten Spielen natürlich auch alles Gute, keine Frage. Und nach dem Regen schaltet es mal. Danke, ja, bitte. Mach's gut. Dankeschön. Es sind Fragen an einen der beiden Cheftrainer. Im Moment nicht. Dann beenden wir die DK hier. Wir bedanken uns bei den Werder Gästen für den Besuch hier in Köln. Andreas sagt natürlich alles Gute für nächste Woche gegen Aachen und für den Rest der Saison. Und wir sehen uns ja wieder beim Derby an der Portstraße. Dankeschön.